So ein Feuerball! Guten Tag, herzlich willkommen heute zum Livestream. Wir beide zusammen öffnen heute im Battle der Brüder die Bundesliga Chrome 2019. Vogel haut den Tisch um. Mikro ist an, ihr hört mich also hoffentlich und ich begrüße jetzt schon mal alle, die auf YouTube zugucken. Im Nachhinein, der Stream wird natürlich hochgeladen. Herzlich willkommen. Wir haben vier Bundesliga Chrome Displays. Zwei davon öffnet Vogel, zwei davon öffne ich. Jetzt die Frage, wer zieht denn das jeweilig bessere Display? Und da kommt ihr ins Spiel mit einem kleinen Schätz- bzw. Tippspiel. Zuallererst mal natürlich herzlich willkommen Klaus Grützi, Wortwitz, moin moin, hi Dennis, hi Lukas, hi Kimmeri. Heute bin ich wieder dabei, endlich Lukas. Runde 1, Display gegen Display, Runde 2, Display, Display. Ihr entscheidet zweimal, also hi Ventox, hi Quattararo. Wer von uns das Bessere zieht? Vogel, willst du das mal eben machen? Hier. Das ist Mozilla, ja. Stream Elements und dann einfach go. 5 Minuten Zeit, Minimum 10 Punkte. Jetzt wieder auf. Ja, da ist es. Ihr dürft jetzt setzen. Wer zieht in Runde 1 die besseren Karten? Tops Bundesliga Chrome. Für Vogel, Bett Vogel. Für Tilo, Bett Tilo. Minimum 10 Punkte, maximal 25. Schönen guten Tag, Fleckmonius. Wie geht's dir, Fleckmonius? Hast du schon Kräfte im Einklang geöffnet? Sag doch mal jetzt. Komm. Hast schon die Tech-Team mit Glurak gezogen. Klaus Loper, you have bet 15 points on Tilo. Wortwitz, bet Vogel 10. Ey, Wortwitz. Pex-Fan, guten Mittag, guten Tag, Pex-Fan. Jetzt auch noch mit tippen. Ihr habt Zeit, auf Vogel oder auf mich zu setzen. Willst du gerne aussuchen oder nimm's an? Gut. Ich nehme einfach. Du lachst ja eh. Ich nehme die hier, die liegt gut in der Hand. Mhm. Lukas setzt auch auf mich. Leute, ich habe bisher eine brutale Quote, wenn ihr bedenkt, ich habe bei Bundesliga Chrome noch kein Standardautogramm gezogen, nur Numbered. Und eins kann ich euch sagen, die Serie habe ich fortgeführt, dazu aber mehr in einem YouTube-Video die Tage. Aufgepasst. Wer setzt denn noch? Lukas auf mich, Kimmeri auf Vogel, Dennis auf Vogel. Was soll das? Hess, 5 Points, Wortwitz. Ja, aber jetzt, du hast auch gesetzt. Am Mittwoch hast du gewonnen, oder? Jetzt mal habe ich gewonnen, ja. Ach, Lukas hat Prüfung. Ja, dann gib das Gas, Lukas. Ansonsten, ihr wisst alle selbst, in einem Bundesliga Chrome Display finden wir 18 Packs A4 Karten, kostet, oh, meins kommt schon raus, 90 Euro im Laden, 5 Euro pro Pack. Wir machen einen Brüder-Battle-Livestream, der allererste dieser Art, ist geil mit Bundesliga Chrome. Und ihr entscheidet jetzt erstmal danke, vorab, Klaus. Wer macht es? Viel Glück euch, danke Klaus. Erstmal Ruhe fürs Abi lernen. Ja, und ich würde sagen, so, wer zieht die besseren Karten, das lässt sich ja relativ leicht bestimmen, oder? Weil, wenn Vogel jetzt Reus hat und ich einen anderen. Wir dann legen nur Numbers und Auto drauf. Genau, wir legen erstmal nur so gute Karten. Es zuckt ab und zu mal, das könnte an dem Grün liegen, dann muss ich es weglegen. War gerade. Leute, habt ihr ab und zu mal ein Zucken hier irgendwo im Grün in der Übertragung? Wenn ja, sagt mir das, dann lege ich sofort den Rasen weg. Der muckt manchmal. Ansonsten geht's erstmal los mit Marco Reus. Ich sehe schon eine Farbe. Mit Davy Selke, mit Peter Gulaschi und in Blau Timo Baumgartl. Ist das die erste Idee, in welche Richtung es geht? Ein Stuttgart-Display. Die ist in jedem Fall mal zu 199. Hab heute meine zweite Box aufgemacht, hab Morales Auto 50 bekommen. Das geht doch klar, oder? Pex, wenn, was meinst du? Also nicht so gut wie deine erste, weiß ich, klar. Wo bin ich? Ja, du kannst ruhig noch ein bisschen. Hallo. Du hast doch auch die gleiche Farbe. Behrens. Mach da mich hier an. Hab ich ja vorher nicht gesehen. Zieler. Öztunali Blue ist dann auch zu 199. Ja, und jetzt müsstet ihr dann halt entscheiden und wir für uns beide auch, ist jetzt die Baumgartl besser oder die Öztunali? Unentschieden. Ich würde sagen unentschieden, oder was meint ihr, Leute? Legen wir die mal hier hin. Dahin. Das ist so bisher Stand der Dinge.
Maximilian Eggestein. Lara FCB setzt 10 Punkte auf mich. Stark, Lara. Aber ich sehe es. Ist irgendwas falsch rum oder Bett, ja. Zuckt es hier bei euch hier unten? Hier in der Reihe ab und zu mal, müsst ihr mir sagen. Mhm. Wenn es zuckt, sagt es mir, lege ich den Rasen weg. Lazaro, Ruven Hennings und Kai Havertz, Future Star, Bayer 04 Leverkusen, Standard. Lege ich trotzdem mal da hoch. Es flackert am unteren Bildrand ja, deutlich sogar. Sonst nehmen wir den weg. Gut, dann machen wir das anders. Zack. So, das müsste das Problem behoben haben. Am Donnerstag werde ich dann beide Boxen öffnen, sie liegen hier schon. Oh, so lange wartest du Vogel jetzt erstmal. Müller-Ski. Thomas Müller, dann wieder diese Kratzer. Basepack. Basepack-Vogel ja, im zweiten Schwach. Weil manchmal ja, manchmal nein. Okay. Also willst du jetzt... So, die erste Abstimmung ist auch jetzt vorbei. Im Prinzip würde ich jetzt auch sagen, jetzt würde ich führen. Kommt da? Davy Klaassen. Grün. Roman Bürki. Ivar Fossum. Hi, Kolle. Weißt du die Nummerio? Lars Stindl in grün. Müsste zu 50 sein. Nein, zu 99. 79 von 99. Stindl grün. Alles klar, Kolle. Leg ich mal hier oben hin. Ishak. Camacho. Mateta und Sané. Salif Sané, Future Star mit 26. Unnumbered. Ja, geht definitiv an mich. Meine ist besser als die vom Vogel, würde ich einfach mal sagen. So gesagt, als Geschenk für mich selbst nach der Prüfung. Hi Moritz. Ja, kann man machen, Luke, das finde ich gut. Sollte man sogar machen, solche Sachen. Ja. Jean-Kevin Augustin. Schon wieder erfahren. Oliver Baumann. Alexander Schwolo und Dominik Heinz, blau zu 199, Nummer 160 von 199. Wir legen am besten Sleeve einfach mal hier hin. Bin ich zu spät zur Wette? Ja, aber kommt gleich noch eine Runde, Kolle. In Runde 2 bist du dann am Start, ganz sicher. Valentini. Brooks. Ist irgendwas rot? Was Red ist rot? Wave. Red Wave ist, glaube ich, niedrig. Pavard. Ich glaube, zu 10. Zu 10. Das ist doch der gut. Weltmeister. Pavard. 5 von 10. Vogel hier. Geht jetzt aber eindeutig in Führung, würde ich sagen. Hi, Sammelfieber. Ja, nicht einfach weglegen. Das ist ein Schmuckstück. Weltmeister mit Frankreich. Oh. Red Wave. Muss noch zu Bayern. 5 of 10. Der geht zu Bayern. Habe ich gestern gelesen. Ja. Ja, steht fest. Zu 10. Stark, Vogel. Ja. Dann ist die eine gute Vogel Karte. Hat eine richtig starke Karte gezogen. Die wird auch gehen. Und ich würde sagen, wenn man sich das Gesamtbild jetzt anguckt, bisher habe ich zwar vielleicht ein besseres Pack gehabt, weil er ein Base-Pack hatte, aber ansonsten mit der ist Vogel vorne. Musst du noch Post wegschicken und mein Internet anschreien. Ja, es kommt schon mal vor, Kolle. Dann ich mit Thomas Müller, Marc Uth, Yunus Mali und Eduard Löwen, Future Star Nürnberg, den hatte ich noch gar nicht bisher. Ich lege ihn einfach dahin, aber wie gesagt, Vogel jetzt erstmal vorne. Wo ist mein Kaffee? Hier. Mies wegen einer Karte. Florian Müller. Jan Sommer. Sané. Und Matthias Ginter, Future Star. Unnumbered. Ja, das bleibt dann relativ gleich. Lukas, da hast du wohl recht. Aktuell spielt er nicht so, dass man von ihm reden müsste. Er wäre super. Aber du weißt, wie das ist, wenn du einmal ein Weltmeister bist, dann bleibst du es für immer. Mario Götze wird auch für immer der WM-Torschütze sein, also es gibt schlechtere Rufe. Achso, ich gebe dir das einfach. Emil Forsberg, das wird ein Baseback, ekelhaft. Das siehst du schon. Joshua Kimmich, immerhin. Mario Gomez, yay. Ja. Und Jonathan Tah, 4 Basiskarten, richtig schüppe. Ich will mir auch noch was bestellen, entweder Bundesliga Chrome oder eine andere Boxkolle. Ja, hau raus! Arnold. Auch Basepack. Ich lasse dann schon mein zweites. Rebic und Hazard. Zweites Basepack Vogel, aber dafür eine 5 of 10 Pavard. Es gibt immer nur 2 Basepacks, oder? Ante Rebic gestern nicht dabei, trotzdem starkes Spiel von der Eintracht. Ich fand es richtig cool anzugucken. Dann Kevin Vogt, dann haben wir Julian Brandt und das ist Blue Wave Roman Bürki. Und Blue Wave ist 99.
199. Nein, nee, Blue Wave. Ach so. 35 von 99. Roman Bürki, Blue Wave, nehme ich. Kommt zur Stindl, die war zu 50, glaube ich. Marco Reus. Hab gestern 20 Euro gewonnen dann im Frankfurt-Spiel. Nice. Werner. Ich glaube nochmal ein Basepick. Mein drittes. Oh, Vogel. Aber du hast schon eine gute Karte. Das reicht nicht. Es wäre auch mal wieder Zeit für eine One-of-One, oder? Leute, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich. Wenn man einmal im Hintergrund so einen goldenen Schimmer sieht, dann will man nochmal. Jiri Pavlenka, Philipp Max und Jean-Philippe Jebamin. Und das ist eine Enrico Purple. Valentini. Die nee. Ist Purple, Junge. Ich dachte hier. Nein, ich glaube, die Farbe ist sonst. Farben. Wir hatten heute oh. irgendwie. Werden. Ja, stimmt. Auf jeden Fall Nürnberg, eben schon Löwen, jetzt Valentini. Wo ist Marcel, der Bale immer ablegt? Ich weiß nicht. Gregor. Nippi muss arbeiten, das weiß ich. Eihahn. Wood. Da habe ich jetzt mal was getroffen. Castells. Unnumbered. Ja. Du hast zwei farbige bisher. Mhm, mehr ich nicht. Ich habe vier. Ja. Daniel Bayer, Niklas Füllkrug, Levin Öztunali und das ist Ruven Henning, Superstar Sensations. Also wir bleiben bei diesen, naja, vermeintlich schlechteren Teams. Nürnberg, Düsseldorf, Stuttgart. Mali. King Jule. King Jule, du kannst gleich erst wieder mit wetten in der zweiten Runde. Und Jean-Kevin Augustin. Auch annommen. Immerhin kein Basepack. Auto ist immer unten, oder? Ja, weiß ich nicht. Bisher eigentlich konnte man das nicht sagen, aber heute hat Werner man schon Top mal. 11. James und das ist wieder VfB Stuttgart, wie ich es eben gesagt habe. Jetzt kommt Ron-Robert Zieler. Ebenfalls Superstar Sensations. Also bisher keine überragenden Boxen. Vogel hat bisher definitiv die beste Karte. Halle, ja. In meiner Box war eine Werner Top 11, 11, 25. Ja, die ist nice. Ich hatte eine Werner Future Stars zu 25. Komm nur Füllkrug anderen. Jetzt kommen aber nur noch diese Dinger. Ja. Vogel, jetzt muss aber mal wieder was passieren. Auf beiden Seiten. Ich führe. Du führst, ja. Ist wieder definitiv so eine Insat. Und zwar wieder Superstar Sensation. Manuel Neuer. Wir haben Santiago Ascasibar, Yuya Kubo. Und diesmal Julian Brandt. Bleibt der bei Leverkusen? Geht er zu Dortmund? Bayern wird es ja dann wohl nicht. So, Schalke hat jetzt eine schlechte Saison, kommt nächstes Jahr wieder eine gute, obwohl wir hätten den Derby-Sieg, das für Schalke natürlich, ja stimmt, das rettet Hermann. Die Saison. Was haben wir hier? Blue. Mario Götze. Oh. Blue zu 199. Na, immerhin. Abstand mit Größe. Immerhin. Ich ziehe ja auch nichts mehr. Also ich kann nur selber gute Boxen machen. Finn Bogason, Hasebe, Pavard und das ist Benito Rahman. Wir bleiben bei diesem Verein. Diesmal Fortuna Düsseldorf lege ich mal hier hin. Vorgeführt definitiv weiterhin. Kommen jetzt auch keine Numbers mehr oder so? Nee, irgendwie nicht. Burgstaller. Ich hab schon. Upamecano, Füllkrug und Max Kruse. So, jetzt muss ich aber auch noch mal. Jetzt will ich aber auch noch mal. Ich habe die Top-Trainer-Boxen, die ersten schon geöffnet, Flickmonius. Da kommen aber noch mehr. Matthias Ginter, Kai Havertz, Elias Bebu und Yannick Haberer Baseback. Oh oh. Da werden das die ersten schlechten Boxen. Volland. Lewandowski. Baumgart. Thomas Müller, Blue Wave zu Götze, 99. Müller, ja, Pavard zu 10, passen, das ist in Ordnung. Vogelsbox definitiv absolut okay. Oh, ich dachte schon richtig Gold, aber es ist nur so Gold. Da fehlen die Ringe. Da fehlen die Ringe für weißt eine One-of-One. Weißt du die Nummer 50, oder? Luca Waldschmidt, Timo jetzt Werner. Kommt auf den Spieler. John Anthony Brooks und es ist Niklas Füllkrug. Ich glaube, die habe ich schon mal. Echt, genau so? Zu 50. 17 von 50, Squad Number, Trikot Nummer 24, haut also nicht hin. Niklas Füllkrug für alle Bremer Fans, 17 von 50. Numbered, aber
Weiß ich nicht. Lukas, was hältst du denn von dem? Hamann hätte sich auch... Rammes. Ginter. Und Bebu. Unnumbered. Fleckmonius, meine Tochter, hat sofort mal so eine Rainbow Rare gezogen. Ansonsten standardmäßig ein paar GX. Ja, hier und da eine Full Art. Leon Bailey, der von dem ich eigentlich schon immer Autogramme gezogen habe bisher. Pavel Kadarabek, Timothy Chandler und dann kommt Rune Jahrstein. Die ist dann wieder zu 199, 187 von 199 Jahrstein. Also Autogramme müssen auf beiden Seiten noch kommen. Numbered-mäßig führt Vogel ganz deutlich. Ibisevic. Da kommt die nächste bei Vogel. Rot sehe ich. Rammes. Kruse. Oh. Ist da ein Auto drauf? Nein, leider Top nicht. Top 11 Werner. Rot, die Timo sind selten, Werner, ne? Die sind nice. Zu 10, oh, Vogel, was ist das 10. für eine Box? Und Werner, so eine rare, die sowieso Case-Karten, ja. Oder? Ja, hat das ist, nicht einer gesagt? Ja, die Top 11 sind eh Case-Karten, ja. Und du hast sie zu 10. Die gehört in Holder. Ja, echt, pack rein. Ja. Zu 10. Und er hatte doch schon eine zu 10. Dann hat er Müller, er hat Götze. Das ist deine Autofrage, ne? Jetzt kriegt er definitiv noch ein Autogramm und zieht 3 of 10 Timo Werner. Die geht, die geht. Hattest du ein paar Dedenne GX und Rishima Glurak Tech Team dabei? Nein, leider nicht. Die Glurak hätte ich sofort genommen. Ich hatte die Macho Mai Machado. Timo Werner, 3 of 10. Vogel gewinnt Display Nummer 1. Es sei denn. 2 pro Case überhaupt. Und dann zu 10. Okay. Also es sind 2 pro Case generell. Und wenn man dann noch eine Number zieht, dann weiß, wie selten bist die du ist. Pimp of the Valley. Eduard Löwen, Lars Stindl, Alfredo Morales. Respekt. Widerlich. Widerlich. Usami. Velkovic, Weigel. Das muss ich mir merken. Oh, Bailey. Oh, Leon Standard Bailey, Standard, Auto, Standard, da ist er. Aber es ist wieder Bailey. Ja. So sehen also Standard-Autogramme aus. Ich kenne die ja noch nicht. Ich habe ja bisher nur farbige Autogramme. Aber Bailey, das können wir. Dritte. Dritte Bailey, zu 5, zu 25 und serienmäßig. Magnetholder würde ich, glaube nicht. Oder? Nee. So, jetzt ich. Heinz Kruse, ist hier das Autogramm hinter? Wenn ja, kommt es von... Oh, nee, Hanno Behrens, Baseback. Nochmal. Ich habe nur noch einen Booster, Leute, und ich habe noch kein Autogramm. Und ich habe bisher die Box, weiß ich nicht, eine Bürki. Füllkrug, ne? Wenn. Eine Bürki, die übrigens nicht eingeht, doch ist sie. Füllkrug zu 50, also meine war nix. Nils Petersen. Er hat schon grüne. Wieder eine Number, das ist doch nicht feierlich. Was Vogel ist denn hat grün? Die Superbox. 50? Oh, hier, Vogt, ja. Ja, nee, 99. Zu 99. Schon wieder. Leute, mein letztes Pick. Vogel hat das Ding jetzt schon gewonnen. Alle, die auf Vogel getippt haben, bekommen Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab noch ein Pick. Aber ich darf ja noch. Eigentlich Garantie. Dann hättest du aber wieder deinen Schnitt. Ne? Wer schreibt, das ist ein Auto garantiert oder on average? Klaus, jetzt hör mit solchen Fragen bitte auf. Card guaranteed per guaranteed. Box. Klaus, are you English? Can you speak well English? May contain redemption, aber das habe ich noch nicht gesehen. Mann, ey. Dann jetzt wieder eine blaue? Oder? Oh, Musania KT, André Kramaric und für Stuttgart unterschreibt. Oh, und ich wusste es schon am Anfang, als ich Timo Baumgartl 199 gezogen habe. Es kommt eine Blue Wave, also ich ziehe wieder ein Numbered Auto. Der Stift war übrigens ein bisschen dünn, aber egal. Zu 75, 7 of 75. Aber das reicht, glaube ich, nicht, um Timo mich zu schlagen. Timo Baumgartl, nee, das reicht leider nicht gegen die Timo Werner, Leon Bailey, Thomas Müller, Mario Götze. Blue Wave Auto. Timo Baumgartl. Egal, ich nehm ich. Ich hab noch ein Päckchen, sehe ich. Vogel darf noch. Und dann ist Display Unboxing Battle Nummer 1. Runde 1 rum. Bebu. Haber. Da ist ein Basepack zum Ende. Kruse. Ja, du. Da können wir uns nicht beschweren. Also fassen wir zusammen. Die besten Hits. Vogel gewinnt hier die Seite. Ganz klar. Warum?
Wir haben nämlich einen Magnetholder holen müssen für Timo Werner. Top 11 Red. 3 of 10. 3 von 10. Also definitiv mal sehr, sehr heftige Karte. Dann zieht Vogel einfach noch ein Leon Bailey Autogramm. Das dritte, was wir insgesamt ziehen. Und Vogel hat mit der Box noch mehr übertrieben, weil er Benjamin Pavard Red Wave zieht. 5 of 10. 5 von 10. Mario Thomas Müller Blue Wave zu 99 und nebenbei dann auch noch für alle Dortmund-Fans eine Götze 199. Ich leider nur, aber wie immer, ich bleibe meiner Linie treu, ich ziehe nur farbige Autogramme. Das Blue Wave, Timo Baumgartel, ansonsten meine Numbered nichts Überragendes. Eine Füllkrug zu 50 ist meine beste. Nichts Weltbewegendes. Kick-Winner Vogel, genau. Ausgeschüttet. 33. Ja, Punkte sind vergeben. Und jetzt sind gerade 24 Leute da. Wir geben euch jetzt einmal kurz 10 Punkte. In Chat hier? Oder? Ja. Was denn? Ausrufezeichen. Add Points. Leerzeichen. Wie viel? All. Ja. Leerzeichen. 10. Und die könnt ihr jetzt alle einmal vertippen. Wir starten nämlich die Contest Nummer 2. Wir gehen in die zweite Runde. Die zweite Runde wieder mit jeder ein Bundesliga Chrome Display. Und die Frage ist wieder, wer zieht die bessere Karte? Vogel oder Thilo? 5 Minuten dafür Zeit. Da läuft das schon. McKennie habe ich auch noch nicht gesehen. Auto. Dritte Bailey, aber noch kein McKennie. Klar, die besten sind halt selten. Bettvogel, da neue Runde, neues Glück. Oh, Dennis zusetzt 25 Punkte. Lukas setzt die verabredeten 10 Punkte. Mal gucken, wer weniger setzt. Wortwitz setzt jetzt knallhart direkt auf Vogel 15 Punkte. Sollen wir die eben weglegen? Achso, ja, tu die. Ich habe hier meine. Ja, willst besser. Du? Willst nee, du die nochmal lassen? Ja, ja, sicher. Tu einfach alles zusammen. Du hast dann auch immer noch eins über, ne? Heute Abend. Ja. Okay, also die Zeit läuft. 105 Punkte sind im Pott. Leute, jetzt komm, mach doch, Vogel. Du darfst sie aussuchen. Diesmal will ich nicht. Diesmal will ich nicht. Danke, Klaus, dass du mir immer noch treu bist. Und auf mich setzt. Flegmonius, danke. Quattararo, danke. Lara, danke. Kolle, danke. Tschüss. Der sagt nämlich, Vogel gewinnt mit 25 Punkten. Und wir haben, wenn mich nicht alles täuscht, fast die gleiche Verteilung wie eben. Ja, 40, 60 jetzt. Eben war 30 offen oder 33. Okay. Das kann auch mal eben weg. Dann lasst uns beginnen. Die Zeit läuft noch 3 Minuten 40, aber in der Zeit sind wir nicht durch und haben irgendwelche Spoiler gemacht, die das Ganze hätten beeinflussen oder entscheiden können. One-on-one wird spoilern. Ja, One-on-one jetzt wäre geil. Ne? Also wir haben jetzt noch jeder ein Display. Vogel hat nochmal eins über, was er einfach mal so irgendwann öffnet. Hi Fabian King. Ich habe noch eins für YouTube geöffnet. Das Video kommt Sonntagmorgen. Und ja, wer weiß, ob wir nicht bald nochmal welche kriegen. Vorerst sind das jetzt erstmal alle. Auf geht's, zweite Battle-Runde. Wer zieht die bessere Karte? Aktuell 180 Punkte im Topf. Und die Entscheidung liegt derzeit bei 33,67. Ignacio Camacho, Jean-Philippe Mateta, Marco Reus und Roman Bürki Green. Zu 99, 93 von 99, Roman Bürki in Green. Für alle Dortmunder. Starker Torwart diese Saison, guter Rückhalt. Rahman. Reus. Vogel, wir brauchen jetzt echt noch eine One-on-One. Hier ist keine. Lazaro. Nee, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, irgendwas liegt in der Luft. Riecht nach Bohnen. Weiß jetzt, wie sie aussieht. Jetzt kriegst du keine. Was ist jetzt denn? Nein, nee. Fail-Packed. Das ist aber irgendein Insert. Die hintere. Gut. Fange ich. Was ist hier los? Ja, also, ich habe definitiv Top 11 Mark Ut Case Card. Sehr nice, nehme ich sehr gerne. Die sleeve ich auf jeden Fall an. Jetzt, was geht hier ab? Da bin ich arbeiten. Lara ist mal wieder da. Moin at all und tschüss. Schön, dass du kurz vorbeigeschaut hast. Geschaut hast, Mipi. Du bist doch wohl nicht während der Fahrt mit deiner Bahn als Lokführer gerade mit deinem Handy zugange. Mhm. Mipi? Arbeitsschutz!
Ja, war nur komisch gepackt. Gulaschi, Reus, Selke. Aber schön, dass du dich kurz gemeldet hast, Mipi. Kalu. Behrens. Zieler. Basepack Arnold. Bisher. Ein mickrigen Insel. Bisher natürlich ganz klar auf meiner Seite. Da kommt schon wieder was. Ist es mit Noppen? Nee. Ich glaube, ohne Noppen. Ich sehe nur Gold, aber ich sehe keine Noppen. 50. Rebic. Vogt. Brandt. Davy Selke. Für alle Herthaner, Dennis, falls du zuguckst, Nummer 18, Squad Nummer 27, also falls PAX United wieder mal zuguckt. Ja, aber spielt keine Rolle, Kolle, weil ich weiß, was du meinst, aber Top 11 Case Card und für Dennis bei Interesse ab 100 Euro kannst du dich dann melden. Das ist fair. Lazzaro. Hennings, ich glaube wieder ein Base. Vogel, was ist? Das hast du beim ersten auf und dann dachten wir, du hast ein Scheiß-Display und hast so einen Killer ausgepackt. Dann kam zwei Zehner. Du hast eine Case-Card zu 10. Und Werner. 400 Euro. Deutschlands Hoffnung. Alter. Schon mal was von Pause gehört, du Sklaventreiber? Bei mir nicht. Wenn hier bei mir gearbeitet wird, dann ohne Pause. Nein, ist doch in Ordnung. Du kannst von mir aus auch während der Fahrt machen. Hauptsache, du schaust kurz vorbei und sagst, alles klar. Dominik Heinz. Max Kruse, Salomon Kalou, Levin Öztunali. Nichts Besonderes. 800, da muss man sofort zuschlagen. Ja, aber mal ganz ehrlich, Klaus, die sich mit den Karten auch ein bisschen jetzt befasst haben und auskennen. Top 11, Timo Werner, dazu echt auch ein guter, junger deutscher Spieler. In Rot zu 10, was meint ihr? Haut mal ein paar Euro-Werte raus in den Chat jetzt. Zieler zu 199. Ja, da fühlst du aber immer noch. Ja, weil ich habe Marco. Bürki gegen Zieler. Ja, stimmt. Also ich habe nur zu 50 und eine Case-Card. Ja. Obwohl unnumbered, aber. Dennis, wenn du da bist, Hertha soll am Wochenende gegen Stuttgart gewinnen. Danke. Thomas Müller. Also, Caligiuri hätte für mich eine Top 11 verdient, aber doch nicht Uth. Marc Uth. Und wieder nun. Philipp Max, Blue Wave 99 also. 38 von 99, knapp an seiner Trikotnummer vorbeigeschraubt. Er trägt ja die 31. 17 Euro Wortwitz? Ne, niemals. Falscher Verein, naja, das hat ja nichts mit PAX-Fan. Ich habe ja Werner Top 11 zu 25 gezogen, jawohl. Er jetzt zu 10, da kannst du jetzt einpacken, PAX-Fan. Was hast du dafür bekommen oder willst du die gar nicht verkaufen? Basepack. Ey, Vogel, Nummer das ist 3 oder normal. 4. Ja? Dritte Basepack. Da guck mal, was bei mir liegt und was bei dir liegt. Stimmt, das ist ein Unterschied. Ich leg nach jetzt mit Mario Gomez, mit Timo Werner, dann mit Waldemar Anton und das ist Maximilian Arnold. Future Star. Lukas nehme ich als Schalke auch. 2 Euro, 125 McKinney. Euro. Ja, ja, also ich glaube auch, wenn Tox in die Richtung da gehen. Also 100 Euro Minimum hätte ich gesagt. Rebitch. Das passt schon. Pavard. Vogel zieht. Ja, King Jule, Vogel zieht jetzt eine One-of-One. Irgendwas kommt. Fabian ja, King schreibt 350 Euro Kohle, denkt zwischen 80 und 100. Ja, so die den Dreh. Ne? Aber sein. Hanno Behrens, rund Robert Zieler, Maximilian Arnold. Und da ist er, erlebt. Es gibt ihn im Set Weston McKennie. Also scheinbar sind die. Kim Marie schreibt 120 Euro. Hannover wird den beiden erstmal die Lederhosen ausziehen. Kappa. Arnold Future Star ist genauso geil, ne? Kalou. Kalou ist doch auch Future Star mit 35. Yes. Das war ein Spaß. Hallo. Entschuldigung. Vogel. Wir gehen ins nächste Pack. Ich möchte irgendwas Goldenes sehen. Sehe ich aber nicht. Neuer. Aska Siba, Julia Kubo, Marco Reus. Den nehme ich immer. Ich habe irgendwas Goldenes, aber ich glaube auch ohne Punkte. Ah, verdammt. Brand. Ja, ist ohne Punkte. Ja. Schade. Neuer. Wer ist es denn? Alfredo Morales. Da hatte doch irgendeiner geschrieben, laufen. Autogramm zu 50. 9 du von hast 50. Die 9 von 50. Alfredo Morales. Fürs naja. Immer noch, weil Selke ist, glaube ich, noch besser. Das ist aber kein Autogramm drauf. Arnold Futures da vor 3-4 Jahren vielleicht. Ich rieche ein Basepack. Alassane Player, Kevin Trapp, James Rodriguez, ist das quasi ein Baseback, Guido Burgstaller, Superstar Sensation.
Füllkrug, Öztunali, Bailey und Kimmich. Kimmich Future ist da safe 4-5 Euro. Aber darum geht's hier nicht. Rex Bitscher oder Brekalo wären zwei gute Alternativen gewesen, aber Arnold? Ja, ja stimmt, du bist Wolfsburg-Fan, ne? Sebastian Oller, Christian Pulisic, Rune Jahrstein und Hammes. Nach Reus kommt Hammes mit seinem besten Dr. Dent-Grinsen. Burgstaller. Guido, das ist ein Baseback. Siehst du schon? Nee. Nee, falsch. Superstar Sensation Sommer. Eieieiei. Nicht so wie eben. Was ist denn Numbered-mäßig? Ich hab bisher 3 Numbered, du nur 2. Du hast eben 10. Ja. Läuft nicht. Ginter, Havertz, Bebu, oh. Haberer, Basepick. 5 Euro. Für Futsch. 4 Karten. Player. Wenn du sie für 1 Euro verkaufst, hast du minus 1 Euro. Sebastian Oller. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, weiß ich nicht. 6, hab ich gut an. Ex-Bayern James. Ja, der geht. Ante Rebic, Torgen Hazard, Guido Burgstaller, Salomon Kalou, den hatte Vogel eben auch, Superstar Sensation. Wir brauchen Farben. Keine Farben Petersen, zu sehen. Doch, da. Götze. Papi Pablas 19, hallo. Lux in Blue zu 199. Noch 5. Oh, fuck it. Das Ding ist, wenn man einmal richtig gut gezogen hat, dann will man das irgendwie immer wieder. Und wenn es da nicht so ist, denkt man, boah, ja. Was für Scheißbox. Das ist ein Problem. Die du Psychologie hast hohe dahinter. Standards gesetzt. Ja, Luca Waldschmidt, Timo Werner, John Brooks, Ante Rebic, Future Star. Also bei mir, klar, hier liegen 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Karten, cool. Aber ich finde die beste bisher ist dann wirklich diese Top 11. Timo Werner und auch James. Ich gebe mir Mühe, Kolle. Nein, könnte man nehmen, McKinney. McKinney 101 Auto. Nadim Amiri, da kommt irgendwas in Gold. Ralf Herrmann, Kuhn Kastel. Oh, Futurestar. Kai Havertz ja, in Gold Futurestar zu 50. 39 von 50 Kai Havertz. Die nehme ich auf jeden Fall gerne, weil ist einfach ein guter. Das hat die Welt auch schon entdeckt für sich, dass Kai Havertz ein super Fußballer ist. Ginter. Gibt es heute nochmal ein Display? Das nein. Ist, das sind schon Display Nummer 3 und 4, Papi Paplas. Ich habe Green. Oliver Baumann. Auch nicht. Komm, Tilo, ich zähle auf dich. Ventox, zu ich gebe mir doch Mühe. Aber Havertz zu 50 Ventox, musst du ehrlich sagen, gepaart mit der Ut. So, schon wir der Sieg wir kommen dem Ziel nah. Dayo, Upamecano, Farben. Niklas Füllkrug. Nils Petersen, oh, so. Marco Reus Blue, 199, egal welche Nummerierung, Marco Reus Karten sind immer gefragt, sind immer beliebt und mit einer niedrigen Nummerierung natürlich, aber 199, gerne. Also ich habe wirklich viel Content. Ja. Isaac Camacho, ist das ein Basepack? Das ja, ist ein Basepack. Und Reus. Hey, hey, hey. 3 Packs mit jedem. Ja. 3 Packs noch, ich habe irgendeine Farbe. Auto rausknüpfen. Musa Niakate, Andrej Kramaric, Benito Rahman. Wer ist das? Jiri Pavlenka, ah, 199, again. 136, 199, Pavlenka. Also ich ziehe mir hier den Tisch voll. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Ich weiß es gut. Habe ich schöner sortiert oder habe ich so wenig gezogen? Du kannst ja durchzählen. Haber. Oh, hier kommt irgendwas. Orange. Heinz. Komm jetzt, Autogramm. Ne, ist auch Pavlenka. Auto. Mit Autogramm. Oh ja, Pavlenka. Pavlenka Auto, Auto zu 25. 25. Nice. Das kann man nehmen. Das geht klar, finde ich auch. Werder Bremen hat viele Fans, das darf man nicht vergessen. Irgendein Werder, oder? Ja, irgendein Werder Bremen-Fan hier. Wie viel kostet ein Display? 90 Euro im Laden, Papi Paplas. Das ist der offizielle Preis. 18 Päckchen, A 5 Euro. Boom, schreibt Klaus. Ja, finde ich auch, das ist schon Boom wert. Zu 25. Weil ist schon low number, ne? Die ist richtig gut, finde ich auch. Pavlenka. Komplett. Ist nice. Vogel hat heute definitiv
Niki ist jetzt dabei. Danke für dein Follow, Niki. Was geht ab, Niki? 80 bei Tars, stimmt. Werder ist sehr beliebt. Ja, sehe ich auch so. Ich habe auch eine Farbe und hoffentlich das Autogramm. Das wäre auch die orange. Farbe, ja. Takashi Ozami, Leute, jetzt spannend. Komm. Du hast danach noch nur ein Pack drin. Nur noch ein Pack drin? Das langsam ist runterziehen. Das ist doch jetzt nicht Leon Bailey, oder? Hat Brand unterschrieben? Nee, ah, hat er nicht. Ah, dann habe ich das Autogramm wieder im letzten, hoffentlich. Julian Brand nehme ich natürlich auch gerne. Zu 25. One sauer. Of 25. Erste. Papi Paplas, danke für dein Follow. Willst du da irgendwas für haben, oder? Ey, das machen wir mal serienmäßig. Aber jetzt aber läuft's. Harvard zu 50. Ich hatte jetzt insgesamt, guck mal, mit der ja, Top 11. Also es gibt deutlich schlechtere Boxen. Das Auto entscheidet nachher nochmal. Oh, ich brauche erstmal eins. Kommt heute das Comeback der anonymen Murmler? Nein, Kolle, du mit deinem Murmel. Nochmal eine blaue. Sani. In Schalke Blau. In Schalke Blau für die Schalke. Und Leute, ich habe. Das ist das letzte Pack. Hoffentlich Gold. Und auf dem Böckchen steht Card Guaranteed per Box. One Chrome Autograph Card Guaranteed per Box. Die Oma zerstört wieder die Tür. Echt. Eins ist richtig gut, ja. Es wird dann puh, wie Jersey Number. Die erste. Spannend. Soll ich erst? Ist definitiv keine Farbe. Ich glaube, das hätte ich schon gesehen. Das ist mein das so? Erstes Autogramm, wenn es denn eins ist. Doch, ist eine Farbe. Blue Wave. Das heißt... Blue genauso? Wave müsste Autogramm sein. Was heißt dann Blue Wave bei einem Autogramm? Ist das zu 99? Leute. Der Spieler ist wichtig. Wir raten. An den Haaren. Kommt. Da ja, bist du Profi. Da siehst du das Logo vorher, oder? Ne. Nils Petersen. Reus. Marco Reus, Nils Petersen. Wer Petersen ist es? Könnte sein, ja. Nils aber Petersen oder Marco Reus, wer ist es? McKenny. Was sagt ihr an der Frisur? Reus oder Petersen? Ganz klar, Reus oder Petersen. Petersen. Zwei andere. Hast recht, oder? Ja. Ja, ne? Ich glaube ja, leider ja. Sag doch einer Reus. Das ist der Nils. Aber in da, Blue Auto. Wave, voll drauf mit der 18. Ich habe das Auto von ihm zu 50, glaube ich, gezogen, oder? Ich meine, in Gold. Aber Leute, oder nehmen wir, oder? Ist doch nice. Ist zu 75, 43 von 75 Nils Petersen. Hat einer schon mal Reus gezogen? Blue Wave, ja, es hat einer schon Reus gezogen. Ist richtig was los hier heute. Eben mal kurz hier die 30 überbrunnen. Was für ein Display. Mein letztes Pick, Kalarabek, Schendler. Auch nochmal Blue Wave. Gulaschi. Zu 99. Ist in aber Ordnung. Das gebe ich dir, glaube ich. Trotzdem richtig gute Autos, finde ich auch. Wir haben es ja, halt drauf mit den Farben. Nicht, haben wir ein normales Auto jetzt? Ja, Bailey. Ja, du hast Bailey ja, als 1 aus. In der 1, 2, 3, 4, 5, 7. Box das erste Standardautogramm. Alle anderen numbered. Alle. Ja, ja doch. Colored und numbered. Ja. Tilo hat besseres Display, würde ich sagen. Also steht es 1-1. Wie entscheiden wir das Ganze denn jetzt? Ja, es wird doch aufgelöst hier, oder? Achso, erstmal muss das aufgelöst. Davor gelöst ja, auch für mich und dann ist es ein Unentschieden. Weil faires Vogel hat zwar noch eine Box, ich glaube aber... Pick Winner. Dass er die... Ja, es bringt uns eh nichts, du hast keine. Dass er die heute Abend öffnen wird. Ja, du könntest die ja trotzdem durchhauen, so ist es nicht. Das ist richtig. Aber wir halten nochmal fest, ich habe gezogen Kai Havertz, die ist zu 50, nice. Marco Reus sowieso, egal ob numbered oder nicht, numbered aber in dem Fall. Ich habe eine Superstar Sensation von James, die geht auf jeden. Und eine von Reus, die geht auf jeden. Ich habe einen Bürki in Grün zu 99. Ich habe einen Selke in Gold zu 50. Ich habe eine Case Card Mark U Top 11. Ich habe einen Nils Petersen, ja, Low Numbered Auto 75, sagen wir mal, ist schon okay, ist halt farblich und nochmal eine Brand zu 25 hinterhergesetzt. Also mal ganz ehrlich, das ist schon in Ordnung. Vogel war aber ein bisschen geiziger, was den ganzen anderen Rest angeht.
Aber dafür Peter Gulaschi, 99. Ich finde Vogels Auto ziemlich nice, weil sieht geil aus. Er hat voll auf dem Sticker und Pavlenka ist eh cool. Tschechischer Nationaltorhüter, 13 von 25. Und was hat Vogel noch? Dann nichts mehr. Ja, besonderes. Alfredo Morales, glaube so ich, von als Spielern ist da keine goldene, die man eventuell noch nennen sollte, müsste. Wie sieht's mit Trikotkarten aus? Papi Pablas, es gibt keine Trikotkarten in der diesjährigen Bundesliga-Chrome-Serie. Zum Glück. Gott sei Dank, ja. Ist gut so, wie es ist. Dafür kommt doch jetzt bald, wie heißt es? Bundesliga. Museum Collection, genau. Papi Pablas. In 10 Tagen kommt von Topps ein neuer Release, der heißt Topps Bundesliga Museum Collection mit einigen Trikotkarten, die man dann da drin ziehen kann. Mit Patches, mit Dual, also Autogramm und Memorabilia. Also da geht einiges. Reißt die andere Box auch noch auf. Vogel ist unterwegs. Aber die überlasse ich voll und ganz zu. Wir wechseln ab. Ich nehme aber die letzte Schicht, weil da weiß ich, ist das Auto eigentlich drin. Er ist so gütig. Ich darf mit öffnen. Was kostet eine Museumbox? 100. Ist teuer. 100. 30. 100, also 100 Dollar in Amerika, also 110, 120 Euro in Deutschland. Ein Pack. Ein Pack mit 8 Karten oder 10 Karten ist da drin, mehr nicht. Also ihr zahlt dann 100 Euro für 8 bis 10 Karten. Leute, guckt mal, was Vogel gerade gemacht hat. Er zeigt das natürlich nicht. Ach, wir sehen uns nicht, ne? Aber ja, wir öffnen Box Nummer 5 in diesem Video. Ey, am 12.06. kommt Museum Collection Champions League 18-19 raus. Ja, aber ist viel zu spät, Klaus. 2 Monate nach dem Champions League Finale. Ich habe das gesehen, dass man sie jetzt schon kaufen kann im Topps Online-Shop, die Champions League Museum Collection. Kann das sein? Guckt mal eben einer nach. Ja, nee, das war geht das mal auf Topps direkt kommen oder diese neue Seite. Richtiges Topps-Datum. Steht das bei Topps im Online-Shop, Klaus? Ja, Vogel ballert auf jeden Fall noch einen raus. Du, er hat sich die untere Schicht, glaube ich, genommen. Erstmal. Ja, sollen wir uns noch irgendwie betteln oder einfach so, dass wir Punkte ziehen können? Oder letzte Box. Oder machen, kannst du hier machen, Auto numbered oder nicht? Einfach die Frage, ja oder nein? Irgendwie sowas. Wir können das eine machen, zeig mal ganz kurz. Wie komme ich hier zurück? Wie oft ziehen wir Messi? Da, das können wir einfach übernehmen. Oder da. Aber wir ändern dann die Option keine. Wieso, das passt doch. 1 bis 3. Achso. 4 bis 6. Oder mehr. Oder 6. Achso, 6 plus gab es ja eh. 6 plus. No. Bei der Cardworld steht das als Release-Datum. Was ist das unter den 10 Karten so? Was ist dann unter den 10 Karten so? Achso, nee, bei Museum Collection. Das meinte ich. 3 oder 4 Basiskarten, das ist schon mal übel. Und dann ein Autogramm plus Trikot, ein Trikot und eine Special Low Numbered Card unter mindestens 50, glaube ich. Ist teurer Spaß. Wie geil sieht so eine Topps UEFA Champions League Living Set Card aus? Ja, Lukas, wenn du wüsstest. Die kommen nur einmal, also. Lukas, kauf. Verstehst du, ne? Ich habe schon zugeschlagen. Chames. Also Vogel opfert seine letzte Box. Wir öffnen Box Nummer 5. Achso, die Wette läuft. Ja. Ja, aber hat noch keiner getippt. Wenn ihr wollt, wetten wollt. Wie viele Numbered-Karten ziehen wir in diesem Display, die 100 oder niedriger sind? Keine, dann bitte die 0 tippen. Eine, dann bitte, also 1 bis 3, dann bitte die 1 tippen. 4 bis 6, dann die 2 oder 6 oder mehr. Wer Punkte haben will. Ansonsten sieht gerade nicht so aus, als wollte einer tippen. Enrico Valentini, John Brooks, Judchill Ku und das ist Yuya Kubo. Die Japaner, habe ich dir heute was zu gesagt. Koller hat getippt, Klaus hat getippt. Ein paar Punkte kommen doch in Umlauf. Baumann. Ja. Yeah. Schwolow. Basepack. Max. King Jule hat auch getippt, Dennis hat auch getippt, jetzt läuft's doch. Pax-Fan hat auch getippt. Ich hole mir die Messi-Card gerade. Ich habe mir einfach alle geholt.
sind echt schön. Die sind mega, ja. Und kommen nur einmal und dann nie wieder. Manuel Kott 1860, was geht ab, Manuel? Schön, dass du da bist. Danke für dein Follow an den ganz offensichtlich 1860 München-Fan. Florian Müller, würde mich wundern. Dein Geburtsdatum ist es nicht, das kann ich sagen. Im Topshop bekommt man nur die alte Serie von 2000. Ja. Ah, okay, Klaus. Und für Vogel, ich probiere Vogel jetzt alles rauszuholen. Ich mit der Macht von Grace Card. Okay, 24 Leute, wir öffnen Display Nummer 5, Bundesliga Chrome. Also lasst ein Follow da, checkt das ab. Moin, moin, meine Lieblingsstreamer sind online. Axbro, was geht ab? Und Waldschmidt. Habe ich Standards gesetzt mit der 101. Das war das. Das war der, ja, stimmt. Zu 199. Worauf wird getippt? Wie viele Low-Numbered-Karten unter 100 ziehen wir in dem fünften Bundesliga-Chrome-Display, das wir gerade öffnen? Bisher keine. Kann mir mal jemand sagen, was man bei Topps Finest ziehen kann? Boah. Was war das denn nochmal? Nur Autos, oder? Die war scheiße. Nicht mal. Kolle, die war nix. Da war irgendwas. Gregoritsch, Eihahn. Wood und Philipp Max, bisher Vogel, kann ich leider nichts machen. Vogt, Brandt, Neuer und Maximilian Eggestein. Wie viel mal 4? Musst du hier gleich noch drin haben? Du hast doch. Du, ne? Habe ich die vier dann noch. Ja, ja. Da ist irgendwo dann wohl das. Wie 100 oder weniger? Ich dachte insgesamt. Nein, steht doch da. Wie viele Numbered-Karten, 100 oder weniger in Klammern, Kolle, ziehen. Kolle, wir haben so oft zusammen gelernt. Dein Lerninhalt haben wir hier so oft durchgekaut. Und jetzt enttäuscht du, indem du zeigst, dass du nicht richtig gelesen hast. Kolle, wenn man Aufgaben bekommt, dann muss man sie richtig lesen. Das zeigt, ich habe für Vogel jetzt was am Start. Wirklich. Posso. Du hast was am Start? Green. Und? Wir geraten. Forsberg. Ich hätte gesagt Forsberg. Nee, das ist Fossum. Fossum fast. Für Lukas aus Hannover. 50 auf 99 Fossum. Naja. Wir raten jetzt die Spieler. Wenn dachte du ich auch. Sind. Beide nicht richtig gelesen. Die Ochsen. Askasiba. Kubo. Und Finn Bogason. Der Style von der Karte ist cool, weil er einmal so steht und einmal so. Weißt du, was ich meine? Jo. Gab schon die mal die Karten sind mega. Ja, finde ich auch. Die sind sehr geil. 1, 2, 3. Denk dran, die Box ist sponsert bei Vogel. Wir müssen noch irgendwas rausholen. Alfredo Morales, Torgen Hazard, David Klaassen, Timo Werner, Future Star. Mehr aber auch nicht. Vogel, was ist? Die drei Numbers, aber keine Low. Das ist mal so spannend, das macht mich fertig. Kimmich. Und ich möchte danach schon wieder noch 5 andere öffnen. Gomez. Oh, die ist numbered, oder? Ich oder wieder nicht? Nee, ich glaube nicht. Okay, jetzt habe ich mich genauso vertan wie er eben. Purple gibt es nicht. Es gibt keine Purple Spiele. Rain. So. Leute, jetzt kommt. Ihr müsst uns jetzt aber auch noch mal ein bisschen anfeuern. Feuerbälle oder so. Also wenn ihr wollt, dass wir jetzt... Wir öffnen. Wie sieht eine One-of-One aus? Wie sieht eine One-of-One aus? Muss ich einfach fragen. Und ansonsten haut mal Feuerbälle rein. Ihr müsst auch bedenken, im Prinzip kostet dieses Unboxing 450 Euro. Also bitte. Füllkrug, Bayer, Öztun Ali. Basepack. Und Basepack, Leon Bailey. Kaderabik, Schändler. Oh ja, Top 11. Egal wer. Oh, mit Auto. Top 11 Auto füllt. Ist da wieder eine Case. Aber nice. Case Card mit Auto. Zu 25. Number. Bam. Dies muss ja wieder ein Holder. Nice. Ja. Case Card sowieso. Mit Autogramm drauf, dann denkt man, oh, noch geiler die Kombo. Und dann einfach mal 7 of 25, welche Nummer trägt denn Fülle? Ich glaube, die 14. Preis für mich. Saugeil. Ja, kann man bestimmt was machen. Das ist nicht brutale Karte. Nicht nur Case Card, sondern Auto-Numbered Case Card. Nummer 2. In your face. Kaboom! Die kann ich. Top 11 kann ich Autos. So ein Feuerball, Junge! Nice, King Jule freut sich, naja.
Naja. Ich nehme die. Da Fleckmonius. Jedes Standardauto ist schlechter. Ja, man muss halt überlegen, dass diese Top-11-Karten 2 pro Case sind. Bedeutet auf Bundesliga Chrome bezogen 2 Karten davon, standardmäßig, nur die. In 12 Boxen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann noch diese Karte, die schon 2 in 12 ist, mit einem Autogramm drauf zu 25 ziehst? Und das macht die Karte wertvoll. Jean-Philippe Jobamer, ich habe jetzt keinen Druck mehr, Vogel hat richtig einen rausgeprügelt. Waldschmidt, deswegen mache ich hier auch nichts. Strenge ich mich erst gar nicht an. Jan Sommer. Ja, du schreibst am besten Tilo, Lukas. Wie hoch ist der Preis für Fülle? Boah, Lukas, da wir klären das. Instagram und so, Lukas, wir kennen uns ja auch privat. Lukas. Wave. Und Jean-Philippe Jobamer. Zu 99. Oh, 24 von 99. Wieso? Squad Number 25. Ja, habe ich gar nicht. Was ein Spacken. Okay. Ich mache das letzte Pack auf. Ich hab zwei. In Vogels Display. Und ich denke, ich komme noch mal daher mit einem Base Pack. Die mit Auto sind standardmäßig 25. Okay. Ah, okay. So sind, aber sind die dann schon. Ja. Eben, weil sie einfach so schon dann, ne? Oh, Gold, aber nicht Gold, geil Gold. Welche Haare? Also erkennst du ihn? Nee. Benito Rahman. Pavard. Nee, voll falsch. Wer ist das? Benito Rahman. Du bist richtig. Wer ist das? One of 15. Ich hab doch richtig geraten. Benito Rahman. Bester Stürmer von Düsseldorf. Gejagter Mann in ganz Europa, weil er bei Düsseldorf einfach mal 13 Hütten macht. Und das ist er. Ich hab richtig geraten. Benito Rahman. Oha, ihr kennt euch privat. Ich bin neidisch. Ja, privat, aber nicht privat, sondern privat. Er hat mir gerade meinen Tipp mit dem letzten Tipp kaputt gemacht. Hast mir gerade... Echt jetzt? Wie viele Displays von der Museums Collection habt ihr vor zu kaufen? Da, ich glaube, davon werde ich nicht viele holen. 1, 2 für den Spaß. Für euch? Nur ja. Für den Stream kaufen wir die, ja? Und wir verkaufen sie dann bei uns in den Shops, aber hauptsächlich, um für euch Content zu createn. Normales YouTube-Video und Stream... Möglichst einen auf YouTube, möglichst einen auf Twitch. Je nachdem, wie wir die Preise kriegen und so weiter. Das ist also, so mal sehen. Group Break Material. Wollt ihr Spots kaufen dafür? Dann machen wir Group Breaks. Noch eine Blue Wave David Klaassen, warum nicht? Wave zu 99. Ja. Mal 8, das trägt er. 30. Weit dran vorbei. 72 Karten, 80 Euro. Puh, haha. Ja, stimmt. Aber ist so, wie es ist. Und ich würde sagen, das waren ganz gute Boxen. Wieder mal, weil ist ein Numbered Auto zu 25 und darüber hinaus eine Top 11. Ja, Low hat man nicht. Low Numbered, sonst Benito Rahman. Hm. Was haben wir denn unter 99? Die hat es rausgerissen. Unter 99. 1, 2, Fossum 3, Davy Klaassen 4. Jean-Philippe Jobamer 5. 5 Stück. Also gewinnt Gruppe 2, die wo nur 14% drauf gewettet haben. Also die pfeifen sich die meisten Punkte rein. Glückwunsch dazu. Aber das Auto selbst sieht scheiße aus von Fülle. Ja, manche strengen sich nicht an, aber Lukas, mal ganz ehrlich, es Bailey gibt ist viel auch schlimmere. Und klar, Müller ist klein, der malt keine Nummer, kein Smiley und so, aber es gibt schlimmere. Ist halt, man sieht, dass er kein Analphabet ist. Das ist schon mal viel wert, finde ich. Für Füllkrüge ist recht klein. Ne? Diese Legastheniker gibt es ja auch. Dass er das die zittern sich da Bereich ein zurecht. Die Box war schon sehr gut. Ja, finde ich auch, Klaus. Wir haben wir jetzt mal ganz ehrlich, ihr habt alle Boxen bei uns jetzt gesehen. Wirklich alle. Wir haben Cases gesehen. Insgesamt würde ich doch sagen, haben wir brutal gut getippt. Getippt, habe ich gerade gelesen, das Wort gezogen, oder? Weil wir haben in Amerika ganze Cases gesehen, die gerissen wurden und da waren selten so eine Anzahl an guten Karten bei. Ich glaube, das war schon ganz in Ordnung. Bin ich zufrieden mit. Jo. Wir packen ein, bedanken uns recht herzlich fürs Zusehen. 5 Bundesliga Chrome Displays waren das. Letzten Endes unentschieden in unserem Display Battle. Vogel hat nochmal richtig einen rausgehauen in Box Nummer 5. Ein YouTube-Video kommt am Sonntagmorgen. Nochmal ein Bundesliga Chrome Display. Und dann würde ich sagen, sind wir erstmal raus, bedanken uns fürs Zusehen, wünschen euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Stream in der nächsten Woche. Nein, scheiße, habt ihr gezogen. Wo war McKenny? Haben wir nicht gezogen, Kolle. In der nächsten Woche spätestens checkt unsere Instagram, Facebook etc. für die neuesten Ankündigungen, für Videostreams und so weiter. Ansonsten Peace out. Macht's gut.
Und haut da rein, Leute. Was schreibt Klaus? Also eure Boxen waren brutal gut. Fast ja, keine Base-Autos. Ja. So sieht's aus. Flegmonius, viel Spaß beim Weiterlernen. Und wenn du geile Kräfte im Einklang-Karten ziehst, meld dich bei mir, will ich sehen. Ich mach das dann andersrum bei dir, genau. Lukas auch. Lukas, du meldest dich wegen Füllkrug. Und wer Karten braucht aus dem Video, auch die, die jetzt später noch bei YouTube den Stream schauen, einfach bei uns melden. Wir haben eine E-Mail, wir haben Instagram. Man kann uns erreichen. Schönes Wochenende. Harte Tschüss, Vorsicht, Greenscreen. Ja. Und macht's gut.